Guten Tag, ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im hellgrünen Kapitel Medikamente richtig einnehmen. Das beginnt auf Seite 65. Es gibt einen kurzen einführenden Text und dann geht es los mit Beipackzettel, Fluch oder Segen. Das ist relativ lang. Das geht bis Seite 71, von Seite 66 bis 71. Ich guck mal, ob ich das in einem oder zwei Teilen vorlese. So, ich stelle mal die Eieruhr, damit das nicht zu lange wird. So. Als erstes ein farblich abgesetzter Kasten. Rund 50 Bluthochdruck-Selbsthilfegruppen gibt es inzwischen in Deutschland. Sie werden von der Deutschen Hochdruckliga koordiniert. Unter www.hochdruckliga.de finden Sie eine Gruppe in Ihrer Nähe. So. Ich fange mal an. Beipackzettel, Fluch oder Segen? Zu lang, zu kompliziert, zu viele Warnhinweise. Der Waschzettel ist eine Herausforderung für sich. Waschzettel in Anführungsstrichen. Allen Widrigkeiten zum Trotz dient er dem Schutz der Patientinnen und Patienten. Der Beipackzettel kann eine gefährliche Nebenwirkung haben. Die vielen kleingedruckten Informationen und die schier endlose Liste von möglichen Nebenwirkungen schränken Blutdruckpatienten oftmals so ab, dass sie ihre Medikamente gar nicht erst einnehmen. Doch der Waschzettel, wie er umgangssprachlich genannt wird, ist mehr als eine gesetzliche Notwendigkeit. Mit seinen Angaben, wogegen und wie das Mittel angewendet wird, in welchen Fällen man Vorsicht walten lassen sollte, und was für schwangere Kinder und ältere Menschen gilt, ist er für den Patienten durchaus wichtig. So haben Sie zum Beispiel Gelegenheit, die sogenannten Gegenanzeigen zu studieren. Leiden Sie an einer Erkrankung, die gegen die Anwendung des Medikaments spricht, von der Ihr Arzt nichts weiß oder woran Sie vielleicht auch nicht gedacht hat, können Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt darauf hinweisen? Nochmal. Da steht auch nicht, wenn Sie. Ich habe mich in der Pfeile. Ich lese den Abschnitt nochmal. So haben Sie zum Beispiel Gelegenheit, die sogenannten Gegenanzeigen zu studieren. Leiden Sie an einer Erkrankung, die gegen die Anwendung des Medikaments spricht, von der Ihr Arzt nichts weiß oder woran er vielleicht auch nicht gedacht hat, können Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt darauf hinweisen. Gleiches gilt für mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die Sie einnehmen. Wenn bei Ihnen neue Beschwerden auftauchen, können Sie in der Packungsbeilage nachschauen, ob es sich womöglich um eine Nebenwirkung handelt. Für Allergiker, die auf bestimmte Arzneimittel oder Hilfsmittel allergisch reagieren, können entsprechende Warnungen im Beipackzettel notwendig sein. So unterstützt die Packungsbeilage dabei, eigenverantwortlich mit der Erkrankung umzugehen und sich selber vor Gefahren zu schützen. Checkliste.
Medikamente nicht vergessen. So. Da sind 7 Punkte aufgeführt. Fertigen Sie eine Liste von allen Medikamenten an, die Sie einnehmen, einschließlich der rezeptfreien. Das kann auch der Arzt für Sie machen. Fragen Sie nach einem Medikationsplan, wenn Sie dauerhaft mehr als 2 Medikamente einnehmen. Nächster Punkt. Besorgen Sie sich in der Apotheke Behälter mit Fächern für jeden Tag, sogenannte Dosierhilfen oder Tablettenboxen, bei denen man sofort sieht, wann und wie Tabletten eingenommen werden und ob man eine vergessen hat. Nächster Punkt. Nutzen Sie elektronische Erinnerungen, zum Beispiel mittels Handy oder Smartphone. Nächster Punkt. Oder ganz unkompliziert, bringen Sie einfach Notizzettel am Zahnputzbecher oder Kühlschrank an. Nächster Punkt. Medikamente immer zur selben Zeit einnehmen. Die Ritualisierung verhindert, dass die eine vergessen wird. Nächster Punkt. Binden Sie Ihren Partner oder ein anderes Familienmitglied ein, um Sie an die tägliche Medikamenteneinnahme zu erinnern. Nächster Punkt. Denken Sie vor dem Urlaub daran, dass Sie eine ausreichende Menge der benötigten Medikamente verschreiben zu lassen. So, jetzt geht es weiter mit gesetzlich festgelegt und geprüft. Gesetzlich festgelegt und geprüft. Der Inhalt der Packungsbeilage ist gesetzlich vorgeschrieben und wird bei der Zulassung eines Arzneimittels festgelegt. Die Fülle an Informationen ist auch deshalb in vielen Fällen so unüberschaubar, weil viele Punkte in einer festgelegten Reihenfolge abgehandelt werden müssen. Nur so kann das Pharmaunternehmen bestimmte Haftungsrisiken ausschließen. Selbst viele Formulierungen und Begriffe sind standardisiert. Der Inhalt wird von Ärzten, Apothekern und Juristen genau geprüft und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigt. Auch Patienten haben dabei ein Wörtchen mitzureden. Das jeweilige Pharmaunternehmen muss für die Zulassung des jeweiligen Medikaments auch Patienten daraufhin befragen, wie lesbar und verständlich sie die Packungsbeilage finden. Deshalb hat sich in den letzten Jahren auch schon einiges verbessert. Die Packungsbeilagen sind nicht mehr ganz so unübersichtlich wie früher. Was steht drin? Was steht drin? Name des Arzneimittels. Markenname gekennzeichnet meist mit R und Wirkstoffe. Wirkstoffe, das E in Klammern, es kann auch nur ein Wirkstoff sein. Sonstige Bestandteile, damit sind Füll- und Hilfsstoffe gemeint. Das ist zum Beispiel für Allergiker wichtig. Zu den Hilfsstoffen zählen auch Konservierungsmittel in Augen- oder Nasentropfen. Darreichungsform. Als Tablette, Dragee, Tropfen, Zäpfchen etc. Anwendungsgebiete, Indikationen. Für welche Krankheiten oder welche Beschwerden ist das Arzneimittel zugelassen? Manchmal sind das auch mehrere Krankheitsbilder. Gegenanzeichen, Kontraindikationen. Hier werden Krankheiten genannt, bei denen das Arzneimittel gar nicht oder nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen angewendet werden darf. Hier werden Krankheiten genannt, bei denen das Arzneimittel gar nicht oder nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen angewendet werden darf. Wechselwirkungen. Welche anderen Arzneistoffe werden von dem jeweiligen Mittel beeinflusst und umgekehrt? Die Wirkung des Mittels wird von welchen anderen Präparaten möglicherweise verändert. Das ist nicht dasselbe. Auch Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken, siehe unten, werden erwähnt.
Warnhinweise. Hier werden weitere gesundheitliche Aspekte genannt, die besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern. Dazu gehört auch die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit bei Kindern und älteren Menschen. Einige Arzneimittel können die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen beeinträchtigen. Dosierungsanleitung mit Art, Dauer und Zeitpunkt der Anwendung. Hier wird die übliche Dosierung angegeben, möglicherweise auch für Kinder und ältere Menschen. Letztlich entscheidet aber der Arzt, welche Dosis für Ihren individuellen Fall die richtige ist. Wichtig sind auch Hinweise, wann das Medikament eingenommen werden soll. Zum Beispiel vor, nach oder zu den Mahlzeiten oder unabhängig vom Essen. Es werden auch Empfehlungen gegeben, was Sie tun können, wenn Sie eine Tablette vergessen oder zu viele geschluckt haben. Nebenwirkungen. Hier werden alle Nebenwirkungen aufgelistet, auch wenn sie nur in seltenen Einzelfällen aufgetreten sind. Weitere Angaben wie Adresse des pharmazeutischen Unternehmens, Aufbewahrungshinweise oder Datum. Oder Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage. So. Meist sind die Packungsbeilagen in folgende Abschnitte unterteilt, in denen die genannten Angaben stehen. Was ist das Medikament und wofür wird es angewendet? Was sollen Sie vor der Einnahme des Medikaments beachten? Wie ist das Medikament einzunehmen? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist das Medikament aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen. So. Jetzt kommt ein Informationskasten. Wenn das Medikament abgelaufen ist. Das Verfallsdatum ist auf der Umverpackung des Medikaments aufgedruckt, zum Teil zusätzlich zu den Tablettenblistern oder etwa der Salbentube. Weil abgelaufene Medikamente an Wirkung verlieren und speziell wenn sie wasserhaltig sind, verkeimen können, sollten Sie die Finger von ihnen lassen. Vor allem, wenn sich die Tabletten optisch verändert haben, dunkle Flecken, keine gleichmäßige Färbung mehr, rissig. Die Entsorgung ist regional unterschiedlich geregelt. Siehe www.arzneimittelentsorgung.de. Meistens sollen Sie Tabletten in den Hausmüll werfen. Keinesfalls aber sollten Sie Medikamente in die Kanalisation spülen. So. Häufig bedeutet nicht immer häufig. Arzneimittelrisiken und Warnhinweise nehmen in der Packungsbeilage einen breiten Raum ein. Damit wollen sich die Pharmafirmen vor Schadensersatzansprüchen absichern. So müssen sie alle Nebenwirkungen nennen, auch wenn sie nur in seltenen Einzelfällen aufgetreten sind. Schwindel, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen, verschwommenes Sehen. Die Auflistung der ganzen Palette von Nebenwirkungen kann verunsichern. Wichtig ist, sich die Häufigkeit anzuschauen. Die Begriffe sehr häufig, häufig, gelegentlich, selten und sehr selten sind genau definiert und entsprechen nicht unbedingt dem allgemeinen Sprachgebrauch. Wenn wir lesen, dass eine Nebenwirkung häufig vorkommt, könnte man meinen, dass es jeden zweiten oder dritten betrifft, also 30-50%. Tatsächlich wird aber eine unerwünschte Wirkung schon als häufig bezeichnet, wenn die Wahrscheinlichkeit bei 1% liegt, also bei einem Patienten von 100. 99 bleiben dagegen voraussichtlich von der unerwünschten Wirkung verschont.
Das bedeuten die gesetzlich vorgeschriebenen Häufigkeitsangaben sehr häufig. Die Wahrscheinlichkeit dieser Nebenwirkung beträgt 10% oder mehr, beträgt 10 oder mehr Prozent. Von 100 Patienten können also 10 oder mehr diese Nebenwirkung bekommen. Sehr häufig. Die Wahrscheinlichkeit dieser Nebenwirkung beträgt 10 oder mehr Prozent. Von 100 Patienten können also 10 oder mehr diese Nebenwirkung bekommen. Häufig. Die genannten Nebenwirkungen sind bei 1-10% der Anwender möglich. Also bei 1-10 von 100 Patienten. Gelegentlich. Die Wahrscheinlichkeit einer Nebenwirkung liegt zwischen 0,1 und 1,0%, also bei 1-10 von 1000 Patienten. Selten. Bei 0,01-0,1%, also bei 1-10 von 10.000 Patienten, kann diese Nebenwirkung auftreten. Sehr selten. Die Nebenwirkungen treten seltener auf als 0,01%. Also nicht einmal jeder 10.000. Patient ist betroffen. Es kann sich dabei auch um einen einzigen jemals registrierten Fall handeln. Wenn Sie Nebenwirkungen befürchten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder suchen Sie das Gespräch in der Apotheke. Das Medikament nicht nehmen, die Dosis eigenmächtig verändern oder das Medikament absetzen, das könnte gefährlich werden. So, das Ganze schließt mit dem Nocebo-Effekt, dann farblich abgesetzt, Generika und ein Informationskasten, Medikamente online bestellen. Und dann ist dieser Abschnitt schon beendet. So. Der Nocebo-Effekt. Der Beipackzettel kann nicht nur verunsichern, sogar krank machen. Schuld daran ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Nocebo, ich werde schaden, ist der böse Zwilling vom Placebo-Effekt. Ich werde gefallen. Letzterer bezeichnet das Phänomen, dass ein Patient schon Linderung seiner Beschwerden erfährt, obwohl er nur eine Zuckerpille eingenommen hat. Oder es ihm schon allein deshalb besser geht, weil er ein beruhigendes Gespräch mit seiner Ärztin, seinem Arzt führen konnte. Der Nocebo-Effekt dagegen bedeutet, dem Patienten wird schon schwindelig oder übel, wenn er nur davon liest, dass Schwindel oder Übelkeit eine mögliche Nebenwirkung sein könnte. Entscheiden Sie selber, wie ausführlich Sie über die Nebenwirkungen Bescheid wissen wollen. Überspringen Sie gegebenenfalls den entsprechenden Absatz im Beipackzettel und lesen Sie stattdessen die Expertenhinweise auf den Seiten 111 bis 142, geschlossene Klammer, die offene Klammer ist hier gar nicht zu sehen dazu. Danke, Stiftung Warentest. Damit kann jeder nichts anfangen. So, Generika. Generika, in Klammern Nachahmerpräparate, enthalten genau den gleichen Wirkstoff wie das Originalpräparat, sind in der Regel aber deutlich preiswerter. Denn sie werden dann auf den Markt gebracht, wenn der Patentschutz für das Original abgelaufen ist. Weil Pharmafirmen viel Geld und Zeit in die Entwicklung einer neuen Arznei investieren, dürfen sie im Gegenzug das Medikament für einige Jahre exklusiv vermarkten. Danach ist es auch anderen Herstellern erlaubt, Mittel mit diesem Wirkstoff zu verkaufen. Die Zulassungsbehörde verlangt allerdings den Nachweis, dass Original und Kopie wirklich gleichwertig sind. Deshalb ist es im Allgemeinen garantiert, dass es für die Patienten keinen Unterschied macht,
Deshalb ist es im Allgemeinen garantiert, dass es für die Patienten keinen Unterschied macht, ob sie das ursprüngliche Medikament oder ein nachgeahmtes einnehmen. Vom günstigeren Preis können sie allerdings profitieren. Die Zuzahlung fällt oft niedriger aus. Generika sind meist, aber nicht immer, an ihrem Namen erkennbar, der sich aus der Bezeichnung des Wirkstoffs und der Herstellerfirma zusammensetzt, zum Beispiel Amlodipinhexal oder Didithiazem-Stada. In den Tabellen ab Seite 89 können Sie Generika zusammengefasst. In den Tabellen ab Seite 89 können Generika zusammengefasst sein. Amlodipinbesilat ABZ Heumann steht für die beiden Generika. Amlodipinbesilat ABZ und Amlodipinbesilat Heumann. Die beiden Hersteller werden durch einen Schrägstrich getrennt. In beiden Medikamenten ist der Wirkstoff Amlodipinbesilat verarbeitet, einmal vom Hersteller ABZ und einmal von Hexal. Inzwischen machen Generika mehr als 75% aller verordneten Medikamente in Deutschland aus, was Patienten und Krankenkassen sparen hilft. Um ihre Ausgaben weiter zu senken, schließen Krankenkassen mit Pharmafirmen Rabattverträge ab. Hier gilt die sogenannte Aut-Idem-Regelung, in Klammern Aut-Idem, gleich lateinisch oder das Gleiche. Das heißt, der Arzt vermerkt auf ihrem Rezept nur den Wirkstoff und der Apotheker muss das Medikament der Firma auswählen, mit der ihre Krankenkasse einen Vertrag abgeschlossen hat. Weil die Verträge meist nach 2 Jahren wechseln, kann es sein, dass sie dann ein anderes Generikumpräparat ausgehändigt bekommen als bisher. Medikamente online bestellen. Wer online Arzneimittel bestellt, sollte zum Schutz vor Fälschungen nur behördlich registrierte legale Versandapotheken nutzen. Davon gibt es in Deutschland mehr als 3000. Eine Übersicht finden Sie auf der Seite www.dimdi.de unter dem Stichwort Versandhandelsregister. So, als nächstes kommt der Abschnitt Wechselwirkungen checken. Tschüss.